Moin und herzlich willkommen zum letzten Video in 2022. Ja, Silvester steht vor der Tür und ich möchte das zum Anlass nehmen, mich nochmal bei euch für euren jahrelangen Support zu bedanken. Das ist wirklich mega geil. Ich habe ja damals als der Rekord, was heißt damals, das war ja dieses Jahr, ich mache jetzt zwar keinen Rückblick, aber dieses Jahr ist ja nach 7 Jahren unser Rekordprojekt fertig geworden. Habe ich ja mal gefragt, wer von den HallenTV Oldschoolern noch am Start ist, also wer von Anfang an die Videos verfolgt, was ja eben halt 7 Jahre sind. Und da haben sich doch einige von euch gemeldet und das macht mich auch echt stolz, muss ich sagen. Und das freut mich mega und ich finde es echt hammergeil, dass ihr mich so lange supportet und deswegen vielen Dank dafür. Ja, ich will heute mal beim 3-Liter-Manta den Sitz ausbauen, weil da ist die Sitzwange durch und das ärgert mich schon eine ganze Zeit und deswegen fliegt heute einmal der Sitz raus. Ich habe einen zweiten Sitz, einen Beifahrersitz, der ist noch in einem ziemlich geilen Zustand. Und der wird geschlachtet, weil nämlich der Stoff nicht mehr zu haben ist. Ich habe mit dem Sattler gesprochen, der ist hier im Nachbardorf und der macht mir dann sozusagen aus 2 Sitzen ein. Ja. Vorher habe ich mich hier nochmal neben dem schwersten Teil, was ich je bewegt habe, positioniert. Es steht jetzt hier wieder auf seinem alten Gestell. Ja, vielleicht eine kurze Story dazu. Ich habe das jetzt nicht gefilmt, wie ich die aufgestellt habe. Wäre vielleicht unterhaltsam gewesen im Nachhinein, denn dieses Teil ist wirklich todesschwer. Und ja, ich habe hier bei dem Untergestell, das sieht nicht mehr so schön aus, ist aber noch stabil, also steht gut, ist ein bisschen schief alles, aber von der Sache her ist es noch stabil. Ich habe da unten die Füße abgesägt, 15 cm, weil die nämlich vergammelt waren und habe das jetzt auf eine Europalette gestellt, weil dann kann man nämlich mit dem Hubwagen drunter und das Ding auch mal bewegen, weil anders keine Chance. Ja, und beim Aufbauen habe ich erstmal eine Palette hingelegt, dann hier das Untergestell drauf und dann mit der Hebebühne, das lag ja alles vorher auf dieser Palette flach drauf, mit der Hebebühne hier diesen Korpus hochgehoben und hier drauf gesetzt. Da war hier der Stempel noch nicht dran, das ganze Gedöns war nicht dran und das Rad halt auch noch nicht dran. Und dann war es wirklich so, auf der letzten Rille konnte ich es mit dem Hubwagen noch hochheben und bewegen, aber auch wirklich nur so, keine Ahnung, so einen Zentimeter. Ja, und dann habe ich das Handrad hier in den Kettenzug eingespannt und hochgehoben und wollte es dann hier einfach ja, reinsetzen und dann alles wieder zusammenbauen in den Stempel rein. Das habe ich dann auch gemacht und dann ging mit dem Hubwagen einfach überhaupt gar nichts mehr. Dann konnte ich pumpen wie ein Ochse und hat sich einfach überhaupt nicht bewegt. Und der Hubwagen macht 2 Tonnen. Ja, war natürlich guter Rat teuer in dem Moment, weil das Teil natürlich hier mitten vom Tor stand und man nicht rein und raus konnte. Und deswegen, ja, ich habe dann den Hubwagen nochmal entlüftet, beziehungsweise erstmal habe ich Öl nachgefüllt, da fehlte nicht viel, aber es fehlte ein bisschen was, entlüftet und dann konnte ich es wirklich so, ja, keine Ahnung, ich glaube, man hat kaum gesehen, dass er hochgehoben war, aber ich konnte das Teil bewegen und konnte es dann hier hinstellen, letzten Endes. Ja. Jetzt kann ich hier Querlenkerbuchsen auspressen, man kann hier mit Bleche richten, wenn man das richtige Werkzeug hat. Also es ist schon eine geile Sache. Und es funktioniert alles mechanisch. Und hier dreht, fährt der Schlitten hoch. Jetzt kannst du das Werkstück theoretisch unterlegen und dann kannst du pressen. Ich habe noch nichts gepresst, weil ich im Moment nichts habe. Das geht auch relativ schwer noch. Vielleicht noch ein bisschen mehr nachfetten. Ja. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das Teil so alt lassen würdet, so patiniert, oder einmal komplett neu streichen. Ich finde es eigentlich ganz cool, so alt. Alt und rostig ist ja. Mag ich ja sehr gerne. Deswegen haut mal in die Kommentare, wie ihr das machen würdet. So, jetzt kommen wir zum 3-Liter.
Ah, welcher Depp hat denn den Anhänger da vorgestellt? Scheiße. So. Es ist warm. Am zweiten Weihnachtstag. Schauen wir doch mal, was der 3-Liter-Mann da so treibt. Da ist er. Auf jeden Fall ist er saudreckig. Mal gucken, ob er Bock hat. Lass mich mal warm laufen. Ich will nämlich hier einmal umräumen. Das ist ja alles Schrott da, die Felgen. Ja, muss ich mal sehen, packe ich woanders hin. Und dann soll hier nämlich mein Moped rein. Weil das stört mich nämlich drüben alle extrem. Und die Garage ist jetzt ja wieder trocken, auch wenn die Decke noch nicht so aussieht. Und hier immer noch Brösel runterkommen. Aber es ist nicht mehr klamm hier drin. Das ist das Wichtige. So. Habt ihr schon mal einen geilen Mantaschlüsselanhänger gesehen? Licht brennt schon mal. Oh. So. Preisfrage. Kommt sofort. Garstig ist er noch. Hier steht er jetzt, der 6-Ender. Ich habe einmal durchgetauscht. Der 50-Euro-Manta ist jetzt drüben in der Garage. Ich will hier mal ein bisschen was machen. Er ist ein bisschen vernachlässigt. Dreckig ist er, ungepflegt. Das gefällt mir gar nicht. Er ist einfach so hübsch. Ja, warum? Ich habe hier schon einen Sitz vorbereitet. PKO-Sitz. Leider einen kaputten. Aber gut, der ist auch nur, um hier während der Wintersaison vernünftig rangieren zu können. Denn dieser Schandfleck hier, der regt mich schon ziemlich lange auf, der kommt jetzt weg. Also ich baue den Sitz einmal aus. Dann geht er zum Sattler. Und da es diesen Wangenstoff nicht mehr gibt hier, der ist sogar noch ein bisschen besser von der Wange, der ist nur hier oben total kaputt, wird ein Sitz geopfert und dann der Sitzbezug adaptiert auf den Fahrersitz. Weil ich möchte nicht, man kann natürlich jetzt hier irgendeinen random Kordstoff nehmen, das ist ja irgendwie so ein Kordstoff. Aber ich finde, das sieht immer fürchterlich aus, wenn dann irgendwie eine Sitzwange oder ein Sitz anders ist. Deswegen mache ich das jetzt so. Die Sitze werden natürlich nicht weggeschmissen oder so. Die werden dann neu bezogen, aber dann halt komplett. Ja, so ist der Plan. Also Sitz raus und dann sehen wir uns gleich wieder. Da ist er. Jo. Jetzt weiß ich auch, warum der Sitz mal gewackelt hat. Weil ich einfach mal hier, ist sogar so eine Kunststoffunterlage hin, die habe ich damals auch mal weggelassen.
Toll. Oh, hat sich ja gelohnt. Da kann man hier gleich mal ein bisschen sauber machen. Alles noch richtig gut aus, ey. Oh, schön. Das wird gut. Ja, Sitz ist jetzt beim Sattler, beziehungsweise die Sitze sind beide beim Sattler. Ich habe mit dem Sattler auch noch mal ein bisschen geschnackt. Der macht ja auch noch mein Lenkrad. Das soll ja neuen Lederbezug kriegen, das Irmscher Lenkrad. Und ja, schöne Nähte. Wie das genau wird, verrate ich nicht. Das sehen wir dann später, wenn die Sachen wieder da sind. Und ja, war ganz witzig. Er sagte dann, ja, ich habe hier noch so einen alten Opel-Stoff mit so Opel-Logos drauf. Und dann dachte ich so, okay, hat er vielleicht sogar 400er Stoff da noch? Und dann hat er die Rolle rausgeholt. Es war tatsächlich original Ascona Manta 400er Stoff. Leider nur noch Rest, also reicht wohl nicht für eine ganze Ausstattung, sondern nur für zwei Sitze oder so. Aber war schon ganz cool, das zu sehen, so als nagelneu noch, also unbenutzt. Ein originalen Stoff. Es gibt den ja schon als Repro, aber den finde ich nicht schön und der ist wohl auch von der Qualität nicht so Bombe. Ja, gut, er macht die Sitze jetzt fertig, er macht das Lenkrad fertig. Ich habe jetzt ja diesen Gambling-Sitz da eingebaut, dass man wenigstens hier rumrangieren kann. Und ja, das war es dann auch schon. Also, kommt gut ins neue Jahr. Im neuen Jahr gibt es dann nochmal eine kleine Überraschung mit dem Kollegen Henner. Das ist auch wirklich ein Knaller. Der kommt dann den Freitag drauf. So der Plan. Und wir sehen uns dann im neuen Jahr. Ich melde mich ab. Macht's gut. Opel Manta, weil man was vom Fahren versteht.